Willkommen in der Region rund um Frankfurt. Der Jaguar XF Sportback soll in der Liga der Luxuskombis mitmischen und muss sich daher behaupten gegen Fahrzeuge wie zum Beispiel den 5er Touring, das Mercedes E-Klasse T-Modell oder aber den Volvo V90. Ob er das Zeug dazu hat und was er genau liefert, schauen wir uns jetzt an. Unser Jaguar XF Sportback hat den 4-Zylinder 2-Liter Benzinmotor mit 250 PS an Bord. Der liefert 365 Newtonmeter und das reicht, um diesen Wagen auf bis zu 241 km/h zu beschleunigen. Was hier beim Auto auffällt, ist, dass der Motor sehr gut gedämmt ist, was eigentlich sehr positiv ist. Aber wenn ich im Sportmodus es mal zügig angehen lasse, dann höre ich zwar die Drehzahl, aber leider fehlt mir so ein bisschen dieser sportliche Sound. Also einfach mal ein bisschen Jaguar Sound wäre wirklich schön. Der XF Sportback bietet unterschiedliche Fahrmodi. Das geht hier von Eco über Standard bis zu Sport. Es gibt außerdem noch ein Schlechtwetterprogramm. Das heißt, da wird der Schlupf ein bisschen stärker reguliert. Ganz wichtig ist, dass der XF, wenn ich auf den Sportmodus gehe, insgesamt straffer wird. Wie bei vielen anderen Fahrzeugen auch, verändert sich hier die Motorkennlinie. Das Lenkrad ist ein bisschen straffer abgestimmt und natürlich ist das Fahrwerk auch straffer. Der Wagen lässt sich mit seinem Fahrwerk insgesamt eigentlich in allen Modi sehr gut bewegen. Was hier auffällt, ist, dass das Auto sehr wenig neigt. Und das liegt sicherlich an dem Luftfederfahrwerk, das eine vernünftige Niveauregulierung bietet. Und das ist für mich ganz klar sowohl ein Komfort- wie auch ein Sicherheitsfeature. Ein paar Worte zum Design des Fahrzeugs. Die Front des XF bzw. XF Sportback ist exakt identisch und das hat jetzt hier ein wirklich typisches Jaguar-Gesicht. Wir haben einen sehr großen Kühlergrill hier schwarz gehalten mit dem großen Jaguar-Badge vorne. Wir haben große Lufteinlässe am Fahrzeug und außerdem haben wir hier recht schmale Scheinwerfer. Die sind übrigens entweder in Halogen- oder Bixenon-Ausführung am Fahrzeug, gibt es optional allerdings auch als Voll-LED-Scheinwerfer. Insgesamt finde ich, dass die Front sehr sportlich aussieht. Das hat also den typischen Jaguar-Look und sich, wie ich finde, sieht sie auch im Vergleich zu so manchem Wettbewerber deutlich dynamischer und deutlich kraftvoller aus. Und jetzt mal einen kurzen Blick auf die Seite. Wenn wir uns die Seite des Fahrzeugs anschauen, das ist 4,95 Meter lang und ist damit genauso lang wie die Limousine. Auch im Wettbewerb ist das Fahrzeug gut positioniert. Es ist ungefähr genauso lang wie ein A6-Kombi, aber etwas länger als der 5er oder aber auch der Mercedes als T-Modell, die E-Klasse. Ich finde, die Gesamtform wirkt sehr dynamisch. Das kommt zum einen durch die Linie, die von hier vorne komplett über die gesamte Seite läuft, bis hinten und auch ums Heck herum und ganz klar auch durch die Dachgrafik. Denn was man sehen muss, ist, das Auto ist bis zur B-Säule exakt in der gleichen Form gebaut wie die Limousine. Dann jedoch fällt die Dachlinie hier nach hinten leicht ab. Der Eindruck wird noch deutlich unterstützt durch die sehr stark abfallende Fenstergrafik hier. Jedoch sorgt am Heck der sehr langgezogene Spoiler dafür, dass wir so einen vernünftigen, schönen, geraden Abschluss kriegen. Wie ich finde, insgesamt eine sehr sportliche Erscheinung für einen so großen Kombi. Wenn wir uns das Heck des XF anschauen, dann sehen wir zum einen, dass die Linie von der Seite hier wirklich hinten um das gesamte Auto herumläuft. Das finde ich persönlich sehr schön. Außerdem gefallen mir sehr gut die Heckleuchten. Wie wir hier sehen, die haben so ein bisschen was von dem F-Type-Design und ziehen sich sehr weit in die Seite. Das finde ich, hebt einfach nochmal die Anmutung vom Auto an. Ein Thema Kofferraum, nicht ganz unwichtig bei einem Kombi. Der macht sich im Wettbewerbsvergleich sehr ordentlich. Wir haben hier 565 bis 1700 Liter maximales Volumen. Wenn wir uns andere Fahrzeuge anschauen, wie zum Beispiel ein 5er Kombi, das ist fast identisch. Der Volvo V90 hat weniger, der hat maximal 1526 Liter. Der einzige, der wesentlich mehr bietet, ist die E-Klasse als T-Modell, denn da sind es maximal 1820. Das Interieur vom XF und auch vom XF Sportback, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben hier an Bord viel Leder, viel Softtouch-Materialien, schöne Nähte als Kontrast. Die Sitze sind bequem, bieten guten Halt und ich fühle mich auch als großer Mensch wirklich wohl. Das Auto ist außerdem recht modern. Wir haben hier unter anderem ein digitales Cockpit an Bord. Wir haben einen vernünftigen großen Bildschirm als Touchscreen mit einem guten Navigationssystem an Bord. Selbstverständlich kann ich meine Mobilgeräte hier problemlos mit dem Fahrzeug verbinden und insgesamt funktioniert es nicht nur sehr gut, sondern macht auch einfach einen guten Eindruck. Für den XF Sportback gibt es ein Panoramadach und das hat
eine Fläche von 1,6 Quadratmetern, ist damit das größte im Segment. Und was ich richtig klasse finde, Jaguar bietet eine Gestensteuerung für dieses Dach an und die funktioniert wirklich gut. Einfach die Hand am Sensor vorbei, auf geht das Dach. Für den Jaguar XF Sportback gibt es vier unterschiedliche Dieselmotoren von 163 bis 300 PS. Wichtig dabei ist, nur der große Diesel ist ein Sechszylinder, alle anderen sind Vierzylinder. Außerdem gibt es aktuell noch einen Benzinmotor, einen Vierzylinder mit 250 PS. Das ist auch der Motor, der in unserem Testwagen verbaut ist. Im nächsten Jahr kommt aber noch ein 300 PS Vierzylinder dazu. Das ist übrigens der, der jetzt aktuell in dem F-Type als Basismotor verbaut wird. Geschaltet wird hier entweder über eine manuelle Sechsgangschaltung oder aber über das achtstufige Automatikgetriebe. Für einige der Modelle ist außerdem auch ein Allradsystem optional möglich. Ansonsten gibt es hier immer Heckantrieb. Insgesamt bietet der XF Sportback wirklich vernünftige Platzverhältnisse, auch ich mit meinen 1,95 Meter sitze vorne vernünftig. Und ganz wichtig ist, ich habe hier das Panoramadach im Fahrzeug, das ein bisschen Raum schluckt, aber trotzdem habe ich genug Kopffreiheit. Hinter mir kann man auch noch vernünftig sitzen. Und was ganz wichtig ist, im Gegensatz zur Limousine ist das Ein- und Aussteigen in diesem Wagen hinten leichter, denn die Türöffnungen sind größer. Als Premium-Kombi hat der Jaguar XF Sportback natürlich auch die zu erwartenden Sicherheits- und auch Komfort-Features an Bord. So haben wir hier zum Beispiel eine Rückfahrkamera oder einen Querverkehrwarner fürs Rückwärts-Ausparken. Wir haben aber natürlich auch die typischen Notbremsfunktionen an Bord oder so wie hier sogar ein Head-Up-Display. Insgesamt ist der Jaguar XF in jedem Fall ein würdiger Vertreter der Klasse der Premium-Kombis. Das Auto bietet wirklich viel Platz, sieht vernünftig aus. Ganz wichtig hierbei ist, der Kombi ist eigentlich gar nicht geplant gewesen beim XF, aber man hat sich dazu entschieden, das zu machen, damit einfach Jaguar-Freunde auch die Möglichkeit haben, ein Kombi zu fahren und nicht unbedingt ein SUV wählen müssen wie den Jaguar F-Pace, um eben diese Kombination aus typischen Jaguar-Genen und dem großzügigen Platzangebot zu haben. Und ich finde, dieses Auto sollte sich jeder, der Jaguar mag und einen großen Premium-Kombi sucht, in jedem Fall einmal genauer anschauen.